Wir werden in dieser zweiten Diskussionsrunde auch über organisierte Kriminalität sprechen, aber zuerst einmal zur Drogenkriminalität. Ich darf etwas pauschalierend die Drogenpolitik in Deutschland und Frankreich zusammenfassen. Drogenkonsum, Handel und Besitz ist in beiden Ländern verboten. Das ist jedenfalls der Gesetzesanspruch. In der Praxis sieht es ein bisschen anders aus. Da wird häufig genug ein oder beide Augen zugedrückt. Und ich frage mich, wie legitim ist ein Drogengesetz, das praktisch konsequent nicht angewandt wird? Das würde ich gerne von Ihnen wissen, Frau Peschel-Gutzeit. Also ich stimme Ihnen zu, die sehr repressive Drogenpolitik, die ja keine Besonderheit eines Landes ist, sondern die ja zurückgeht auf das internationale Suchtstoffabkommen, ist, das kann man sagen, an einem Scheideweg angekommen. Sie hat sich nicht bewährt. Das wissen wir auch alle. Und deswegen gibt es nicht nur Bestrebungen, mit den Drogen, mit den Suchtstoffen, die in diesen Gesetzen geregelt sind, unterschiedlich umzugehen, sondern deswegen wird auch in der Praxis sehr viel ermessen angewendet, wenn es um nicht so gefährliche Drogen geht. Das ist sicher von Land zu Land unterschiedlich. Ich kann es von Deutschland sagen, wir erleben, dass diese Repression vom Gesetz so gemeint ist und wir erleben, dass die Betroffenen, die nur in Anführungsstrichen abhängig sind, die nicht handeln, die nicht dealen, durch diese gesetzliche Regelung in ein unglaubliches Elend gekommen sind. Und das ist der Punkt, an dem wir ansetzen. Wir haben eine Reihe von Entlastungen gesetzlicher Art gefunden. So lassen wir inzwischen zu, durch unser Betäubungsmittelgesetz die Substitution, das ist ja auch ein Suchtmittel, das ersatzweise gegeben wird. Wir haben zugelassen Gesundheitsräume, jedenfalls ist das eine Meinung, die bei uns vertreten wird. Und mein Land hat solche Gesundheitsräume, in denen also Spritzen appliziert werden können. Wir haben andere Entlastungen gefunden, aber alles das ist immer ein ganz schmaler Grat. Und wenn ich Ihnen sage, dass wir in deutschen Gefängnissen immer einen ganz großen Anteil Suchtbelasteter haben, teilweise bis zu ein halb aller Insassen haben mit Drogen zu tun, dann sieht man, dieser Weg führt in eine Ecke, aus der wir überhaupt nicht wieder rausfinden. Und das empfinden wir auch alle so. Monsieur Marcus, welchen Weg geht man in Frankreich? Der Weg, den Frankreich da geht, ist auf der Gesetzesebene eigentlich ganz ähnlich wie der in Deutschland gegangen wird. Es gibt ja eine ganze Gruppe europäischer Länder, die hier ganz ähnliche Gesetze haben, mit Ausnahme vielleicht von Schweden und von Holland, die in einzelnen Punkten andere Wege eingeschlagen haben. Doch eines muss man klar sehen, diese ganze Frage der Entkriminalisierung des Drogengebrauchs oder des Haschischgebrauchs steckt politisch in der Sackgasse. Kein Politiker hat den Mut heutzutage, dieses Problem wirklich anzusprechen, weil er einfach Angst hat, dass man ihm eine zu laxe Haltung vorwirft, dass man ihm vorwirft, dass er zu viel Toleranz zulässt. Hier haben wir wieder das Problem der Zero Tolerance. Kein Politiker möchte also diese Themen ansprechen. Auf der anderen Seite sieht man aber, dass die Gerichte, die Staatsanwälte und die Polizisten in allen Ländern eigentlich den gleichen Weg gehen. Man versucht, die Wahrscheinlichkeit zu vermindern, dass Drogen genommen werden. Professor Pfeiffer, wäre es jetzt nicht hohe Zeit, endlich anzufangen, einen Großteil der Drogenpolitik, der Drogenkriminalität zu entkriminalisieren, speziell was die weichen Drogen anbelangt? Es beginnt ja bereits. Das Spannendste in Europa läuft zurzeit in der Schweiz. Dort wird an Süchtige, die registriert mehrfach auffällige Süchtige sind, die hartnäckig sich allen bisherigen Versuchen entzogen hatten, wegzukommen von der Droge, denen wird direkt Heroin gegeben und der Erfolg wird von der Polizei beschrieben. Dass wir auf einmal einen Rückgang des Handtaschenraubs in Zürich beobachten können. Die Ärzte sagen uns, dass die so versorgten Abhängigen auf einmal sich sozial und gesundheitlich stabilisieren, dass sie ernsthaft darüber nachdenken, weil sie wieder mehr sie selber sind, einen Entzug zu machen. Also die Schweiz signalisiert nach draußen, das ist ein richtiger Weg. Und dann darüber hinaus eine Entkriminalisierung der leichten Drogen, das wird diskutiert. Catherine Pignon. Frau Pignon, die Entkriminalisierung der weichen Drogen, ist das ein Thema bei Ihnen im Ministerium oder wissen Sie, das wird ohnehin nie kommen?
Das ist ein Thema, über das man bei uns in Frankreich natürlich auch nachdenkt. Eine schwierige Debatte, gerade auch wegen des aktuellen Kontextes. Worum geht es? Geht es nur um den Drogenkonsum, um gelegentlichen Drogenkonsum, um häufige Verwendung? Und wie kann man den Drogenkonsum legalisieren, wenn Handel und Kauf von Drogen verboten sind? Wenn man Drogen nimmt, muss man sie ja auch irgendwo kaufen können. Ja, eben, die Entkriminalisierung ist ja vielleicht auch ein Mittel gegen den Drogenhandel. Ja, das ist ein Standpunkt, der vertreten wird von den Befürwortern der Entkriminalisierung. Die Gegner dieser Politik sagen, das Verbot schützt auch davor, dass stärkere Drogen genommen werden, die gefährlicher sind, schädlichere Drogen als die sogenannten leichten Drogen. Wie Herr Marcuse sagte, ist das ein Diskurs, der im Moment noch keinen Konsens erkennen lässt. Das gesetzliche Verbot besteht nach wie vor. Das heißt aber nicht, dass die Verwendung einer sehr strengen Repressionspolitik unterliegt. Die Justiz bemüht sich darum, dafür zu sorgen, dass das Gesundheitsrisiko verringert wird für die Drogenabhängigen, dass gesundheitliche Betreuung und soziale Integration geboten werden zum Schutz der Drogenkonsumenten. Also deswegen wäre es, denke ich, wichtig, endlich das Drogenproblem, jedenfalls auf der Konsumentenseite, als ein Problem der Gesundheitspolitik zu sehen und endlich die ganze Sache zu entkriminalisieren, um auf wichtigere Aufgaben zuzugehen. Würden Sie es auch so sehen? Sie genau auch? Wird bei uns von den Polizeipräsidenten formuliert. Das Spannende ist, dass bei uns der Wandel der Drogenpolitik von Seiten der Polizei dringend eingefordert wird, weil sie an der Basis ständig merken, dass das alte Konzept nicht trägt. Und es hat einen richtigen Aufruhr gegeben, weil Polizeipräsidenten, zum Beispiel der von Stuttgart und anderen Großstädten, öffentlich gegen die Politik gesprochen haben und gesagt haben, wir brauchen Gesundheitspolitik anstelle einer reinen Repressionspolitik. Und alle sind sich einig, nach wie vor harte Repression gegen Dealer. Ist das auch Ihre Antwort? Ja, vor allen Dingen, wir sind da schon weiter. Wir haben in Deutschland vor 7 Jahren eine Bestimmung im Betäubungsmittelrecht geschaffen, wonach jemand, der nur in Anführungsstrichen konsumiert, nicht mit einer Bestrafung rechnen muss. Das war ein wichtiger Schritt in eine Richtung, die wir seither weitergegangen sind. Dann ist die Verabreichung von Methadon außer Strafe gestellt worden, obwohl auch eine verbotene Droge. Und schließlich ist das, was Herr Pfeiffer eben sagte, jetzt, nachdem wir eine andere politische Richtung bei uns in der Bundesregierung haben, echt in Angriff genommen worden. Wir werden die medizinalisierte Abgabe von Heroin in einigen Städten im nächsten Jahr beginnen. Zu diesen Städten gehört auch Hamburg. Und wir versprechen uns davon zunächst mal einen gesundheitlichen Fortschritt. Das ist als Experiment gedacht. Als Experiment. Aber wir versprechen uns, Sie haben mit Recht gesprochen von der gesundheitspolitischen Seite, zunächst einmal, dass die so Abhängigen gesünder werden, dass sie sich wieder sozial integrieren können. Der nächste Schritt, wenn sie gesünder sind, Wohnung haben, Arbeit haben, soll sein, sich auch mit ihrer Sucht auseinanderzusetzen. Und wenn ich noch ein letztes sagen darf, wir haben auch einen weiteren Schritt zum Beispiel getan. Bei uns dürfen Spritzen zur Applikation von Rauschgiften straflos abgegeben werden. In der Allgemeinheit und inzwischen auch in Gefängnissen. Und auch dies kommt aus der Schweiz und das hat auch dort die Gesundheitspolitik bewirkt. Also ich glaube, es wird eine ganze Menge schon in Nachbarländern getan. Frau Pignon, ich möchte die Frage noch etwas weiter fassen. Wir haben ja jetzt über die Bekämpfung der Drogenkriminalität gesprochen, aber ist nicht der Drogenhandel eigentlich das Hauptproblem des organisierten Verbrechens? Ja, auf jeden Fall ist der Drogenhandel eine riesige Geldquelle, wirft große Gewinne ab. Und das ist nach wie vor, das darf man nicht vergessen, der Hauptgrund für die organisierte Kriminalität. Große Gewinne zu erwirtschaften und der Rauschgifthandel ist besonders lukrativ. Im Bereich der Repression der Justiz gibt es sehr vielfältige Ansätze. Frankreich gehört, wie glaube ich auch Deutschland, zu Ländern, in denen Drogen konsumiert werden, verkauft werden. Wir sind aber auch Transitländer.
Von daher gesehen hat der Gesetzgeber in Frankreich doch sehr strenge Vorschriften erlassen, die wir in der Praxis auch voll und ganz umsetzen, um eben die riesigen Gewinne des Drogenhandels zu unterbinden. In der Tat, beim Thema Drogenhandel, organisierte Kriminalität, stelle ich mir aber die Frage, ob nicht die Krux bei diesen kriminellen Aktivitäten tatsächlich ist, dass wir keine Grenzkontrollen mehr haben im Schengener Raum. Da herrscht Freizügigkeit. Fördert das nicht einfach schon die Aktivitäten der Kriminellen? Wir haben hier ein Problem in diesem Bereich der Kooperation der Polizei. Denn Drogenhandel ist international, organisierte Kriminalität ist international. Unsere Polizei operiert nur national. Und wenn wir Kooperation versuchen, beispielsweise mit türkischen Kollegen oder mit russischen Kollegen, weil sehr viel Drogen auch aus Kasachstan kommen, dann erleben wir, dass dort die Polizei sehr oft sehr korrupt ist und mit der Drogenseite zusammenarbeitet. Gerade ist das in der Türkei wieder aufgeflogen und schlechte Erfahrungen mit der Kooperation mit russischen Kollegen zeigen das die ganze Zeit. Also wir haben ein Problem der internationalen Kooperation der Polizei, was so banal ist, dass zum Beispiel zu wenig Polizeibeamte die Sprache ihrer jeweiligen Nachbarländer sprechen und wir sehr provinziell sind und nicht europäisch. Frau Peschel-Gutzeit, es gibt so viele Bereiche der organisierten Kriminalität. Wir haben nur über die Drogen gesprochen, Menschenhandel. Das sind weitere Bereiche. Ist die Polizei, ist die Justiz hinreichend ausgerüstet? Hat man ihr die nötigen Mittel an die Hand gegeben, um diese konspirativen Organisationen effektiv bekämpfen zu können? Also man darf sich keine Illusionen machen. Da die organisierte Kriminalität über unbeschränkte Geldmittel verfügt, wird sie auch immer besser ausgerüstet sein als jede staatliche Stelle. Das kann auch niemand leisten. Aber trotzdem sind wir natürlich verpflichtet, unsere Verfolgungsorgane so gut wie möglich auszustatten. Und da ist gerade in Deutschland sehr viel auf dem gesetzgeberischen Sektor passiert. Wir können inzwischen ja den sogenannten Lauschangriff durchführen. Also das Abhören ist ganz deutlich erhöht worden, die Möglichkeit des Abhörens. Aber da ist man immer noch sehr restriktiv, wenn ich das mal vergleiche mit Holland. Die Holländer gelten als die Weltmeister im Abhören. Die Engländer haben das sogenannte CCTV, die vielen Videokameras in London, 200.000 Stück. Ist das unsere Zukunft? Nein, ich glaube, das wird es in Deutschland so nie geben. Und das hat sicher einen Zusammenhang mit unserer Vergangenheit. Das wird man bei uns einfach nicht dulden. Wann immer bei uns eine weitere Abhörmöglichkeit oder Spähmöglichkeit geschaffen wird, gibt es einen Protest eigentlich über alle gesellschaftlichen Gruppen, in welchen das zeigt, dass unser Bewusstsein ein anderes ist. Ich denke, man muss an einer anderen Stelle unbedingt mehr und besser ansetzen als bisher. Das ist die Abschöpfung der Gewinne. Wenn das Geld eingezogen wird, dann ist damit der Anreiz weg. Und daran arbeiten wir sehr, aber da muss noch viel mehr getan werden. Ja, Sie sagen es, die Geldströme kontrollieren, die Profite abschöpfen. Ist das nicht im erweiterten Europa schwieriger geworden oder ist es einfacher, Frau Pignon? Heute haben wir die Freizügigkeit des Kapitals, aber es zirkuliert nicht nur in Europa, sondern weltweit. Mehrfach am Tag kreisen riesige Geldmengen um die Erde. Und es stimmt, dass heute eine der wichtigen Möglichkeiten, die organisierte Kriminalität zu bekämpfen, darin liegt, solche Geldmengen genauer verfolgen zu können, seitens der Repressionsbehörden des Staates, den Geldquellen nachzugehen. Woher kommen sie? Gerade in Staaten mit starken Steuerparadiese, oder? Wie kann man denn in Europa solche Steuerparadiese noch inmitten Europas akzeptieren? Ich bin froh, dass das eine Frage ist, die endlich auf dem Programm steht. Man diskutiert darüber, auch auf europäischer Ebene. Das ist ausgezeichnet. Könnte man daran denken, sie wegzuschaffen? Man sollte zumindest daran denken, im Interesse der Justizbehörden der Fahndung keine Hindernisse mehr in den Weg zu legen, damit man weiß, woher die Operationen kommen, wohin das schmutzige Geld geht, damit die Repressionsbehörden, die Polizei ihre Arbeit tun können. Herr Pfeiffer? Man braucht spezielle Polizeieinheiten, die Sonderfahndungseinheiten nur für das Geld sind. Und die auch international kooperieren können, denn der normale Polizeibeamte hat einfach das Fachwissen nicht, wie er mit Banken umgeht und auf welchen Wegen das Geld verschoben wird. Da zeigt sich aus den USA sehr viel Erfolg, wenn man spezialisierte, sehr gut ausgebildete Sonderbeamten hat, die nur diesem Thema nachgehen.